Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und es geht wieder mal um Aeon Trespass Odyssey. Ich habe jetzt den Cycle 1 zum zweiten Mal beendet. Im ersten Durchgang habe ich ja schon, wie in meinem Review erwähnt, einige Regelfehler gemacht und deswegen habe ich das Ganze nochmal gespielt und habe es jetzt auch erfolgreich beendet. Das heißt, ich habe am Ende des Spiels hier diesen großen Alpha Temenos besiegt mit meinen Argonauten und ich wollte jetzt mal drüber sprechen, was denn so meine Taktik war und was ich finde, was die besten Items sind, die besten Builds sind und auch natürlich im Speziellen die besten Technologies. Ja, und genau, in diesem Video wird es darum gehen, was so meine Taktik war, meine Eindrücke und vielleicht könnt ihr euch was mitnehmen für euren Durchgang und vielleicht interessiert euch das Ganze. Und dann würde ich mal anfangen mit den Titans, die ich im Endfight gehabt habe. Reingegangen bin ich... Lass mal etwas reinzoomen hier. Reingegangen bin ich mit einem Mazewalker, mit einem normalen Titan. Dann hatte ich noch hier oben einen, wie heißt der, Logic Breaker. Und dann hatte ich sogar noch einen Earthshaker dabei, der auch ziemlich stark ist. Das waren meine vier Titans, die ich mit hatte. Auf die möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Ich meine, es ist, glaube ich, selbsterklärend, dass diese Argobred Titans, also diese besonderen Titans, stärker sind als die normalen Titans, selbstverständlich. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt nicht noch extra erwähnen. Zu meinen Loadouts. Fangen wir mal nacheinander an. Das erste Loadout, was ich hatte hier auf den Logic Breaker, war ziemlich geil, weil ich habe am Ende, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, wenn ihr die letzte Storykarte bis zum Ende durchspielt, dann bekommt ihr ein richtig geiles Item und dieses Item werde ich euch jetzt zeigen. Also wer es nicht sehen möchte, kurz wegschauen. Und das ist das Theseus Razor Schwert und das ist halt extrem stark, weil es hat einen plus 3 to hit und ich bin eigentlich ein großer Fan von Precision Boni in diesem Spiel, denn die Primordials haben einen sehr hohen To-Hit-Wert, also meistens bei 8 oder höher. Und wenn ich dann Waffen habe, die einfach leichter treffen, kann ich meine Tokens, meine Kratos-Tokens, in dem Fall eben die Break-Tokens, dazu verwenden, dass ich eben keine Opening-Tokens reinlege, sondern Break-Tokens. Und da mit dieser Taktik hatte ich eigentlich großen Erfolg, weil eben ich in den meisten Fällen auf die Opening-Tokens verzichten konnte, weil meine Waffen schon sehr gut treffen. Das ist so ein Grundsatz, den ich herausgefunden habe, dass Break-Tokens einfach sehr stark sind, wenn du 1 bis 2 hast und wenn du eben Opening-Tokens auch noch benötigst, um eben erst zu treffen, ist das eben early im Kampf sehr schlecht. So, dieses Theseus-Schwert ist natürlich extrem broken, für den Endfight super stark, weil wenn du triffst und du triffst mit 3 plus, also mit plus 3, dann hast du gleich mal 4 rote Würfel und du bekommst natürlich auch noch die Würfel von deinem Titan dazu. Hat auch noch mega starke Abilities, dass du eben durch die Labyrinth-Ties und so weiter angreifen kannst. Dann hatte ich da natürlich, das Krasse ist nämlich, das Teil ist einhändig. Ja, das heißt, ihr habt diesen starken Bonus und... Also gut ist natürlich, wie schon gesagt, der To-Hit, aber auch das eine Speed. Ich bin eigentlich kein Freund von 1 Speed, weil dann meistens der To-Hit-Bonus nicht so gut ist, aber das ist natürlich ein super stark, weil du den To-Hit hast und den einen Würfel. Das heißt, du kannst für ein Fade den ganzen Angriff neu würfeln, was halt extrem broken ist. Dann habe ich hier dieses Schild noch gehabt, weil eben einhändig kannst du noch ein Schild mitnehmen. Das Smeltes Aspis ist ganz gut, weil du hast die Option auf Block und du hast auch die Option auf Reflex. Und Reflex ist auch eine Fähigkeit, die du eigentlich auf jeden Titan haben solltest. Du solltest jeden Titan mit mindestens einem Reflex ausstatten. Und damit du eben den Angriff, also den Knockback und den Knockdown entgehen kannst. Oder auch den Labyrinthaurus, dass er sich nicht niederläuft. Genau, es ist einfach ein Schwert, wo du noch blocken kannst oder eben Reflex. Dann habe ich die Smelted Breastplate. Ja, weil es einfach auch eine gute Rüstung ist. Es gibt 2 gute Rüstungen. Es gibt die Smelted Breastplate und es gibt dann auch die Hecatomb Penelope Armor. Das sind beide sehr gut. Es gibt dann auch noch die andere Rüstung, aber zu der sage ich später noch etwas. Aber hier diese Smelted Breastplate und die andere hier, die Hecatomb Rüstung,
war eigentlich meine Go-To-Rüstungen für normale Fights. Die ist ganz cool, weil die hat die Tumble. Das heißt, wenn du Crash kriegst, kriegst du auf 6 plus kein Crash. Das ist ganz nett. Die Defense-Würfel mit 2 Armor ist etwas schwach, muss ich sagen. Das heißt, du brauchst fast immer das Reinforce, dass du auf 3 Würfel kommst. Aber was schön ist, du hast die Second Chance dabei. Das heißt, du kannst einfach nochmal eine weitere Karte ziehen, wenn du hier aus den Decks eine schlechte Karte rausziehst. Das verhindert oft mal einen Tod, den man dann einfach neu ziehen kann. Dann haben wir hier die Eolip Engine, auch ein Standard-Item, ist einfach ein Stand-Up-Item, was ganz gut ist. Gibt aber auch die Möglichkeit, dich 2 Felder zu bewegen oder eben 3. Super flexibel, die 2 Movements sind cool und das Aufstehen ist auch eine schöne Fähigkeit. Also es ist eigentlich so in dem Spiel, dass wir, es gibt ja 2 Items, habe ich die hier rumliegen. Genau, das ist hier dieses Standard-Item, mit dem man eben durch Knockdown wieder aufstehen kann. Und dann gibt es das zweite Item, wo man eben sich ein Feld bewegen kann, den Reflex. Das sind eigentlich so die 2 Standard-Items, die auf jeden Titan oben picken, was auch etwas schade ist im Spieldesign, weil eigentlich hast du immer ein Item, damit du aufstehen kannst, und ein Item hast du immer, damit du dich mit Reflex bewegen kannst. Das sind einfach schon 2 Gearslots, die du immer dabei hast, von deinen 2 Gearslots. Außer natürlich der Earthshaker, der hat 3 Gearslots, theoretisch. Oder man hat eine andere Rüstung. Aber das sind eigentlich schon 2 solche Pflicht-Items, die man immer dabei hat. Im Late-Game ist es dann aber so, dass man da etwas austauschen kann. Und da habe ich, also Late-Game-Pflicht ist immer noch der Reflex. Der Knockdown, also der Stand-Up, ist dann gar nicht mehr so wichtig. Das heißt, für den Stand-Up hatte ich dann auch schon andere Items drinnen, wie zum Beispiel Items wie das Morpheus-Modul, was super stark ist, denn auch für den Endfight sehr wichtiges Item, denn ich kann einfach die Despair ignorieren. Ja, das sind diese Despair-Tokens, diese schwarz-gelben Tokens hier, die eben dafür sorgen, dass du schlechter triffst oder gar nicht mehr angreifen kannst. Diese kannst du eben für einen Zug ignorieren, und wenn du dann eine Wunde machst, kannst du einen dieser Tokens abwerfen. Aber was noch besser ist, du kannst die, da gibt es solche Karten, du kannst die Karten Dread und 4 ignorieren, also die Effekte von Dread und 4 kannst du ignorieren. Und das Gute ist, diese 2 Karten geben dir auch einen extremen Debuff fürs Angreifen. Aber mit dieser Karte kannst du diesen Debuff ignorieren. Und wenn du dann eine Wunde machst, bekommst du sogar das Positive. Das heißt, wenn du dann verwundest, kannst du diese Condition-Karte ablegen und bekommst sogar dieses permanente Precision-Token, was eben extrem stark ist. Da hatte ich eben auch 2 im Endfight und das hat mir auch sehr ausgeholfen. Denn ich bin in den Endfight reingegangen mit 2 Despair-Tokens auf jeden Titan und ich habe es trotzdem geschafft, den Endboss zu besiegen. Und da war dieses Morpheus-Modul eigentlich ein Gamechanger. Dann schauen wir uns gleich den zweiten Titan an. Na, das ist ganz interessant, weil auf dem zweiten Titan hatte ich einen Rebound-Hammer. Und der Rebound-Hammer ist eigentlich ein Item, das ich so nicht so gern verwende, weil es hat nur 1 Speed und keinen 2-Hit-Modifier. Also eigentlich ja nicht so mein Style of Play. Habe ich aber trotzdem dann bauen müssen, weil ich leider die Ressourcen für ein anderes Late-Game-Item nicht hatte und ich wollte so viele Late-Game-Items wie nur möglich bauen. Deswegen bin ich eben mit dem Rebound-Hammer ins Game gegangen. War dann gar nicht so schlecht. Problem ist halt einfach nur, er trifft öfter nicht. Und wenn er mal trifft, ist er cumbersam. Das heißt, du musst ihn exhausten. Das heißt, du bist einfach, wie ich finde, mit Damage over Time bist du schwächer dabei als mit anderen Waffen. Wenn du triffst, ist natürlich schön. Aber ja, jetzt keine overpowered Waffe. Dann habe ich hier das Smelt Breastplate drinnen. Wie schon gesagt, ist einfach eine solide Rüstung. Die Stabilizers sind dabei, weil man kann sich einfach wieder mit Reflex ein Feld bewegen und es ist eine stärkere Variante als der Standard-Reflex, weil du kannst auch noch, kriegst einen Movement-Buff, wenn du das möchtest, und eben das Morpheus-Module. Das war das zweite Loadout. Dann hatte ich noch, hier bin ich ja sehr stolz drauf, auf dieses Loadout. Das war so, ja, ich würde mal sagen, mein Tank. Der hatte eine einhändige Waffe, ist klar, damit er noch ein Schild tragen kann, und zwar das Hecatomb, ein Late-Game-Item, was ich extrem stark finde. Wir sind wieder bei 3 Speed und plus 3 To-Hit, das heißt, ich treffe schon auf 5 plus ohne Modifier.
was extrem gut ist. Und ich habe hier unten Dädel, das heißt, ich würfle im Kampf zwei dieser weißen Würfel. Und ich bin drauf gekommen im Laufe des Spiels, dass einfach die Crits extrem stark sind. Wenn du crittest und dann verwundest, kriegst du eigentlich immer einen extrem starken Buff. Ich habe einige Spiele, also einige Kämpfe gewonnen durch Crits, wo dann einfach gestanden ist, du machst eine weitere Wunde. Deadly, extrem starker Zustand. Ich hatte meinen Tank eigentlich das ganze Spiel lang mit Deadly ausgerüstet und habe so über das Spiel viel mehr Crits generieren können als ohne Deadly. Es gibt zwei Waffen in dem Spiel, die Deadly haben. Ihr solltet die immer ausrüsten, zumindest auf einen Titan. Und dann gibt es eben das eine Item, das ist schwächer und das ist dann die bessere Variante von diesem Deadly-Item. Hecatomb extrem stark und einhändig. Oft finde ich das so krass, weil ich finde fast diese einhändige Waffe stärker als diese zweihändige Waffe. Also habt keine Angst davor, einhändige Waffen zu verwenden, weil das gibt extrem starke einhändige Waffen. Und dann habe ich hier noch dieses Temenos Scale Shield, das habe ich herausgezogen durch einen Natural 10 bei einem Terrain-Teil, glaube ich, war das. Und das Temenos Shield ist halt extrem geil, weil es gibt hier zwei Rerolls, es gibt ja angreifen, wirst du damit nie, aber du kannst es transformen und du kannst blocken. Das heißt, du hast zwei Redros und du kannst, wenn du willst, sogar blocken. Und wenn du es transformierst, kannst du diese Karte umdrehen und auf der Rückseite hast du dann sogar eine Second Chance. Das heißt, wenn du siehst, oh, es wird jetzt brenzlig, dann mag ich den Transform und dann habe ich sogar auf dem Schild noch eine Second Chance. Super stark. Dann habe ich hier noch das Hecatomb Penelope Armor, ist eigentlich die stärkste Tankrüstung im Spiel, weil du kriegst einfach drei rote Armor Rolls und du kannst sogar das Knockback um zwei verringern, was gegen den Hecatomb natürlich sehr stark ist, auch gegen den Pursuer. Und du kannst mit Reinforce sogar auf vier Würfel kommen, das ist super stark. Hast sogar die Chance auf Rocksteady. Ja, Stabilizers haben wir schon gesprochen und Spring Harness auch. Das sind so diese zwei Standard-Items, aufstehen und bewegen. So, dann haben wir noch den letzten. Da habe ich es leider nicht zusammengebracht, dass ich eine Late-Game-Waffe kaufe. Eigentlich war ja der Plan gewesen, dass ich in den Endgame mit lauter Speer reingehe, weil eben der Temenos Alpha anfällig ist gegen Speer. Habe aber dann nur einen Speer gehabt und das ist ein Mid-Game-Speer, weil ich den Late-Game-Speer leider nicht mehr freischalten habe können. Ziemlich scheiße, aber wie gesagt, ich habe es ja trotzdem geschafft. Longmaw Spear hatte ich zwei im Laufe der Kampagne und ihr seht wieder, ich bin auf 3 Speed plus 2. Ich finde die Werte einfach geil. Ich habe eine Reach 2, was super stark ist. Ich habe eigentlich im Mid-Game zu fast Late-Game nur mit Reach-Waffen gespielt, weil ich einfach finde, dass Reach-Waffen einen immer weiterbringen, weil es hat eigentlich der Hackathon sehr viele Reactions, wo dir das einfach einen Vorteil bringt, wenn du nicht neben ihm stehst. Es gibt viele AI-Karten, die sagen, all adjacent. Und Reach-Waffen sind einfach super stark. Der Pursuer hat auch sehr viele Knockback und Knockdown. Der Temenos hat das auch. Sehr viele Monster in Cycle 1 sind anfällig für Reach-Weapons. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, versucht mal auf Reach-Weapons zu gehen. Dann könnt ihr schon vielen Dingen ausweichen, weil, wie ihr wisst, Knockback und Knockdown zählen nicht, wenn man nicht adjacent ist. Dann haben wir noch das Smelted Aspis, haben wir auch schon besprochen, ist einfach ein starkes Schild, die starke Armor. Das Pursuer Imperativ ist einfach eine stärkere Version für Reflex, du kannst dich einfach bis zu zwei Felder bewegen. Wenn ihr das Item craften könnt, tut es auf alle Fälle. Ist einfach ein besserer Reflex und dann haben wir natürlich noch hier dieses Movement und Aufstehen. Ah ja, ganz cool, ich hatte auch noch das Denjan Talisman, habe ich mal gefunden. Was ist das überhaupt? Ein Story Loot, Secret Card. Story Loot, ja. Genau, das ist ganz cool, weil da kann ich ein Despair-Token ignorieren, wenn ich eins oben habe. Übrigens zu Despair-Tokens muss ich auch noch was sagen, das habe ich vorher, glaube ich, nicht erwähnt. Dieses Item hier, was man eben kriegt, wenn man die Story beendet. Alter Schwede, du kannst nämlich auch noch ein Despair-Token, das du kriegst, ignorieren bei einer 6+. Ziemlich krass. Genau, das war mein Loadout. Ich hatte eigentlich hier nur eine Strain oben, die Aegis Bread Strain, da kann ich einen Armor Roll rerollen, eben für meinen Tank. Sonst hatte ich da nichts mehr, das habe ich im Laufe des Spiels schon alles verloren. Aber wie gesagt, ich hatte drei besondere Titans, die haben mir auf alle Fälle auch weitergeholfen, das ist ganz klar.
Das waren mal so die Items, die ich im Late Fight hatte. Da möchte ich noch kurz über die Technologien sprechen und dann schauen wir uns vielleicht noch kurz den Item-Ordner an, dass ich mit euch durchgehe, welche Items vielleicht Early Game, Mid Game auch noch gut sind und welche ich gecraftet habe, was ich dazu denke. So, dann schauen wir mal kurz in die Technologien, denn das ist ganz interessant. Da habe ich nämlich im ersten Durchgang ganz anders geskillt als im zweiten Durchgang. Und ich habe hier jetzt mal die Technologiekarten rausgesucht, die ich finde, die ultra stark sind. Oder im Vergleich, im Verhältnis stärker als andere Technologien, die möchte ich kurz vorstellen. Hier haben wir die Titan Rearing, die ich extrem stark finde, weil es einfach dein Titan Limit auf plus 15 erhöht. Das heißt, diese Technologie solltet ihr so bald wie möglich bekommen, denn einfach wegen dem Limit. Ihr werdet euch am Anfang sehr viel hier auf dieser Map dort bewegen und gerade anfangs ist es halt so, dass ihr auf Felder kommt, wo ihr einen Titan bekommt, aber ihr könnt den Titan gar nicht nehmen, weil ihr schon auf eurem Limit von 10 Titans sind. So ist es mir zum Beispiel gegangen im ersten Durchgang und im zweiten habe ich dann sehr schnell eben das Limit erhöht auf 15 und habe dadurch keine Probleme mehr mit Titans gehabt, weil ich eigentlich immer, wenn ich auf ein Feld gekommen bin, wo ich einen Titan bekomme, auch einen bekommen habe, weil ich eben nicht capped war. Dann haben wir hier eine sehr wichtige Fähigkeit, denn jedes Mal, wenn ich eine Negotiation-Fähigkeit mache, kann ich den Argo-Fate-Gain ignorieren, also von der ersten Fähigkeit, die ich trigger. Und das ist wichtig, weil wir haben einige Karten drin, die schon darauf abzielen, dass wir unser Argo-Fate verwenden. Und ihr braucht einfach diese Fähigkeit, weil ihr werdet die Negotiate-Fähigkeit, die ich euch dann vorstelle, machen wir gleich jetzt, diese hier. Das sind einfach die Diplomatic Relations und das ist sehr wichtig, auch Early Game bekommen und in jeder Stadt triggern. Egal was, in jeder Stadt triggern. Ihr müsst schauen, dass eure Diplomatie positiv bleibt, weil sonst könnt ihr gleich mal in eine Negativspirale reinkommen. Und ich hatte zum Beispiel Early Game die Möglichkeit, die Minions sogar auf Friendly und Ally drauf zu pushen und da habe ich sehr viele Buffs bekommen und da hat mir die Diplomatic Relations auch sehr ausgeholfen und deswegen auch die andere. Ihr könnt das nämlich gratis machen, also ihr müsst kein Argo Fate zahlen, denn das wird ignoriert. Ihr müsst nur diese 4 Mortal Resources zahlen und das geht sich schon aus. Also diese Combo super stark für die Diplomatie. Dann haben wir das Pursue Your Problem, ist natürlich gut. Ist eher so ein Mid-to-Late-Game, würde ich mal sagen. Da könnt ihr nämlich für ein Argo-Fate die Bewegung des Adversaries um 1 verringern. Und das ist ganz schön, wenn ihr einfach den Kampf des Pursuers etwas herauszögern könnt und nicht so oft gegen ihn kämpfen müsst. Denn er nimmt euch ja auch Equipment weg. Und das ist nicht ganz so lustig. Genau, dann haben wir die Hop-Logic. Das ist super wichtig fürs Late Game, weil ihr möchtet ja nicht durch die Doom-Karten verlieren und hier habt ihr einfach die Möglichkeit, wenn ihr seht, oh, ich bin jetzt schon auf der 2B oder auf der 3A-Karte von Doom, dann müsst ihr das auf alle Fälle triggern. Ihr habt jedes Mal die Chance und es wird immer leichter, je mehr Doom-Karten ihr auf der Karte liegen habt, um das zu aktivieren. Sehr wichtige Karte. Schaut, dass ihr die bekommt und wenn möglich so oft wie möglich einsetzt. In dem besten Fall natürlich, wenn ihr 3 Tokens auf der Karte habt, weil dann könnt ihr schon bei 6 plus den Doom Gain ignorieren. Genau, das ist noch eine Karte, die habe ich im ersten Run komplett unterschätzt, aber die gibt euch einfach die Möglichkeit, dass ihr einen Adventure Hub Table Roll rerollen könnt. Und warum das wichtig ist, ist, denn der Endfight gibt euch Buffs, je nachdem, wie viele Adventure Hubs ihr im Laufe des Spiels beendet habt. Das heißt, ihr müsst schauen, dass ihr so viele Adventure Hubs wie möglich beendet in dem Spiel. Und da ist es natürlich nice, wenn ihr einen Reroll habt, weil dann könnt ihr da besser taktieren, welche Hubs ihr beendet und welche nicht. So, dann gehen wir noch kurz diese Argo, also die Argo-Abilities durch, welche ich finde, die gut sind und welche ich verwendet habe. Dieses Fate-Sync habe ich eigentlich nie verwendet mit der Fate-Verlieren. Dann haben wir noch die einen Break und 2 Opening-Tokens habe ich Early Game natürlich verwendet, weil man es gleich mal bekommt, ist dann aber bald mal rausgeflogen, habe ich dann nie wieder verwendet. Die stärksten, ich hatte eigentlich immer die Crisis Protocol mit, weil das ist einfach, die Heilung ist ganz cool.
Early bis Mid-Game ist das Crisis-Protokoll extrem stark. Im Late-Game kann man natürlich drüber diskutieren, weil die Monster schon so viel Damage machen, dass diese 4 Ranger, die ich bekomme, nicht mehr so relevant sind. Das ist ganz cool gegen manche Monster, zum Beispiel Labyrinthaurus, könnt ihr euch ein Feld bewegen für Reflex, ist sicher viable. Das ist eine Karte, die ich dann immer dabei hatte, weil man kann sein Rage um plus 1 pushen. Und das ist ganz wichtig, weil ich finde sowieso, dass es so ist. Early Game, wenn der Kampf beginnt, sind eigentlich der Primordial und die Titans relativ gleich stark. Wenn ich dann ein paar Wunden gemacht habe, steigt aber der Primordial immens in der Stärke und die Titans fallen etwas zurück. Deswegen habe ich hier diese 2 Rage, weil dann kann ich etwas aufholen, damit ich schnell auf meine 3, 4, 5 Rage komme. Und das hilft mir einfach, dieses dunkle Loch, wenn der Primordial versucht wegzulaufen mit Eskalation, dass ich hier mit den 2 Rage nachkomme. Das hat ganz gut funktioniert, denn ich habe die Möglichkeit, hier die Rage zu pushen. Dann habe ich vielleicht mal Glück und ziehe einen Bonus-Attack raus. Und dann bist du relativ schnell auf 4, 5 Rage oben. Auch eine sehr starke Karte. Und die letzte ist noch sehr situativ. Das ist einfach... Du kannst aufstehen, wenn du Knockdown hast, kann ein Titan aufstehen. Da muss man sich anschauen, gegen was fighte ich. Ist gegen den Labyrinthaurus vielleicht ganz interessant, aber keine Must-Have-Karte. So, das war's zu den Technologies. Und dann hätte ich noch gesagt, schauen wir kurz in den Ordner der Karten rein, welche Items ich denn noch gebildet habe und vielleicht auch, was ich finde, was einfach gute Karten sind. Die Tyranno Breastplate ist eine super Midgame-Rüstung, weil sie gibt dir einen zusätzlichen Gearslot. Das ist natürlich ganz cool, weil du hast schon diese 2 Items, die ich gesagt habe, eben das Earpass Lifeguard und diese Spring Harness, die ich euch vorher schon gezeigt habe, also der Reflex und das Stand-Up. Und mit dieser Rüstung habt ihr einfach die Möglichkeit, dass ihr diese 2 Pflicht-Items ausrüstet, aber dann trotzdem noch ein flexibles Item mitnehmt, wenn ihr etwas Interessantes habt. Und da könnt ihr noch ein drittes ausrüsten. Das ist eine super Mid-Game-Rüstung, fällt dann halt irgendwann raus, weil eben diese Late-Game-Rüstungen kommen. Kratoskop ist nichts Besonderes, Sales-Opas, nee. Hermes-Tetters ist vielleicht noch interessant, das ist nämlich gegen den Pursuer ganz wichtig, weil... Das hat einfach die Möglichkeit, dass ich Ambrosia-Tokens abwerfe und das ist interessant, weil der Typ teilt halt das heftig aus. Habe ich nur gegen den Pursuer verwendet, sonst hatte ich das nie in Verwendung. Siren Blade ist eine schöne Early-Game-Waffe. Dieses Iapetus Lifeguard haben wir schon gesagt, Pflicht-Item, bis ich eben die bessere Variante habe. Hier, Whale Knives. Whale Knives, super starke Waffe, 3 Speed, aber das Starke ist, ich kann für jeden Hit, den ich generiere, mit dieser Waffe einen Opening-Token reinlegen. Und das ist halt super stark, das ist ein super starker Opener, weil wenn ich hier 2 bis 3 treffe, kann ich schon mal die Opening-Tokens reinlegen und kann alle anderen also Tokens, die ich so generiere, als Break-Tokens reinlegen. Die Waffe carried einfach. Die Waffe carried in Early bis Mid-Game carried die Waffe einfach. Richtig stark. In Peter's Breakers ist natürlich gut gegen Hackathon, weil ich einfach schauen kann, dass ich da nicht aus dem Board rausfliege. Ist, glaube ich, selbsterklärend, dass man das ausrüsten kann, sollte. Dann haben wir noch die Ancient Siren Armor. So, und das ist natürlich etwas, wo man ein bisschen Glück haben muss, denn da braucht man diese Ancient Shell Ressource, also eine besondere Ressource. Aber wenn ihr diese Ressource habt, solltet ihr dieses Item auf alle Fälle bilden. Weil ich habe das sogar noch Late Game ausgerüstet gegen den Pursuer. Also ich habe das eigentlich dann ausgetauscht und nur gegen den Pursuer verwendet, weil ihr habt einfach ein Ambrosia-Limit von 5. Das heißt, ihr sterbt erst, wenn ihr 6 Ambrosia-Tokens habt. Und da könnt ihr viel länger gegen diesen Pursuer überleben. Also wenn möglich, 2 dieser Rüstungen craften gegen diesen Typen, der so nervig ist, bringt euch einfach weiter. Interessantes Item Grappling Hook, weil ich hab's im ersten Spiel gebildet, hab's nie getriggert, hab's im zweiten Spiel wieder gebildet, weil ich gedacht habe, es ist lustig, hab's dann aber nie ausgerüstet. Ich finde Grappling Hook hört sich nett an, ist aber einfach im Spiel nicht viable. Ihr habt eigentlich keinen Platz, dass ihr es mitnehmt und dann muss es auch noch triggern. Dann kostet es noch 2 Fate, dann ist es exhausted. Wenn ihr dann, ja,
Ich weiß nicht. Ist nicht so ein starkes Item. Siren Shield schaut vielleicht auch schwach aus, ist aber, ja, gibt dir einfach einmal die Möglichkeit zu blocken. Gerade gegen Gegner, die hart hitten, kann es wertvoll sein. Ist aber jetzt kein Item, was ich viel ausgerüstet hatte, wenn ich ehrlich bin. Hier ist vielleicht noch interessant, eben wie schon gesagt, ich bin auf den Sperrbild gegangen. Das hat mir Early Game bis Mid Game auch sehr gut getan in dem Spiel. Eben, weil man sehr viele Dinge ignorieren kann. Wie schon gesagt, Knockback und Knockdown. Und dann haben wir hier noch die Jawbone X, die war halt auch super stark, weil wie schon gesagt, das ist ein Einhänder, der eben auch Deadly hat und dieses Item hatte ich so lange, bis ich eben das andere Deadly Item bekommen habe und Deadly, der hat übrigens zwei schwarze Würfel, ist auch ultra krass. Die Deadly Waffen in dem Spiel sind super stark, weil sie geben dir nicht nur die erhöhte Crit Chance von plus 100%, sondern sie haben auch eigentlich ganz gute Werte. Also, Deadly Waffen, OP, genau, das war es dann eigentlich auch. Das waren die Items, die ich so gebildet habe. Gibt natürlich noch mehrere Items, mehrere Builds in dem Spiel, das ist ganz klar. Aber das war das, was ich so, ja, für sinnvoll erachtet habe. Ich muss sagen, Items, die dieses Commit-Keyword haben, wie zum Beispiel diese Ballista Gun, finde ich nicht so gut. Jedes Mal angreifen, ein Fate nehmen. Auch cumbersome Waffen sind, glaube ich, nicht ganz so stark wie andere Waffen, weil du einfach eben diese Waffe wieder anexhausten musst. Der Never Ram, den hatte ich im ersten Durchgang, ist schon eine gute Waffe, aber ist halt auch cumbersome. Ein weiteres Item, was ich euch auf alle Fälle empfehlen kann, ist das Heavy Copies. Hatte ich jetzt im zweiten Durchgang nicht, weil ich auf Deadly gegangen bin. Und ich finde fast Deadly noch stärker. Aber ihr könnt fast einen zweiten Helden einhändig ausrüsten mit Heavy Copies, weil Heavy Copies ist ultra stark. Ihr bekommt auf 8 plus einen Auto-Hit. Und das ist relevant, weil ihr habt hier Fähigkeiten, mit denen ihr einfach dieses 8 plus gut triggern könnt oder kontrollieren könnt. Und ihr könnt sogar noch mehrere Power Dice dazu nehmen, wenn ihr das wollt. Und das Item hat mir auch ausgeholfen. In Situationen, wo es vielleicht der Last Hit, also der letzte Hit für das Monster war. Und dann habe ich hier diese ganzen Fähigkeiten triggern können und habe immensen Damage gemacht. Also das dürft ihr nicht unterschätzen, weil man denkt sich immer, ja, wieso soll ich das einsetzen? Da bin ich ja gleich tot. Aber wenn es der Ende des Fights ist, kann das ultra stark sein. Primordial Lu hatte ich im ersten Game, das Problem ist einfach, wie schon gesagt, es gibt diese zwei Support-Items, die einfach stärker sind als die anderen und deswegen bin ich dazu nie gekommen, dass ich das so richtig mitnehme oder in einen Build einbauen würde. Deswegen ist es dann auch wieder rausgeflogen. Das Lion Whiptail hört sich sehr interessant an, habe ich jetzt noch nie gebildet, weil ich eben auf diesen Deadly-Build gegangen bin. Würde mich interessieren in den Kommentaren vielleicht, ob das Liontail Whip schon jemand gebildet hat, weil es schaut auch sehr stark aus. Instinct, also diese Instinct-Rüstung hatte ich nie gebaut. Ich finde diesen Evasion von plus 1 ist einfach schwächer als die Armor Roll, meiner Meinung nach. Ich habe noch keinen richtig guten Evasion-Build jetzt gefunden. Natürlich wäre die Kombination aufgelegt, dass man hier den plus Evasion, plus 3 Evasion Rolls nimmt. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also ich habe es noch nicht gebildet. Dann kommen wir noch zu den Late-Game-Waffen. Das Nackenschild sicher auch stark. Ich hatte nicht die Ressourcen, ich habe es dann auch nicht gebaut. Den Halbo hatte ich sogar schon mal gespielt in einem Nemesis-Theater. Habe ich aber noch zu wenig Erfahrung, ob der gut ist. Die habe ich leider nicht bilden können. Hier unten, wie gesagt, der Hecatomb super stark. Der Rebound-Hammer gut, aber nicht super stark. Den Pillar Mace, den hätte ich gern gebildet, aber hatte ich leider die Ressourcen nicht. Genau. Und das war es dann eigentlich mit den Tipps, mit der Taktik. Was ich so herausgefunden habe, was ich glaube, was gut ist, was funktioniert hat. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ihr habt irgendwas hier rausfischen können, wo ihr sagt, ja, interessant, habe ich auch so gespielt, habe ich vielleicht noch gar nicht so gewusst. Würde mich natürlich auch interessieren, was spielt ihr so für Items, wie ist es euch gegangen in Cycle 1? Schreibt es mal rein in die Kommentare, ich freue mich natürlich. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, peace out.